Cool. Secret. Ja, falls wir die Sachen noch nicht haben. Cool. Ein Revolver, den du in vorherigen Level gebraucht hast. Ja. Oder eine Armbrust, die du schon mehrmals in dem Spiel gebraucht hast. Eine Armbrust wird aber noch gar nicht bis zu diesem Punkt hier hinkommen. Ja. Ja, doch, du könntest ja vielleicht mit Glück diese Granaten dahin werfen. Du brauchst halt irgendwas Explosives. Also Granaten. Ja, aber es gibt doch eine Stelle, wo du nur mit der Armbrust dieses Schießding. Stimmt. Schießstand. Ja. Dafür bekommst du ja auch, Alter. Nein. Nein, nicht den Kerl anschießen. Du musst den Skorpion anschießen. Oh, verdient. Ja, aber lass dich nicht vergiften. Danke. Ich hab mir Mühe gegeben. Ausnahmsweise. Ding ist, es ist nur eine Vorratskammer für uns jetzt. Ich erinnere mich nicht, hier jemals drin gewesen zu sein. Hey, Heilmittel, du. Hast da so wenig. Ja, wenn wir weiter so gestochen werden, dann haben wir wirklich bald weniger. Wenn du dich stechen lässt. Jetzt jonglierst du aber mit den Begriffen hier. Was sind das Giftpfeile? Zack. Komm. Und perfekt. So. Also unsere Freunde sind tot. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Also kein Grund zu trauern. Ich hab grad Juhu gesagt. Ich finde das so, als würde ich trauern wollen. Ja. Ich sag immer Juhu, wenn ich traurig bin. Also deswegen hast du die ganze Zeit Tempel der 3 Juhu gerufen. Ja. Juhu. Ein Skorpion. Hast dich stechen lassen, du Vollidiot. Nur für dich. Mal gucken. Ich will aber nicht hergucken. Ich bin ein Autounfall. Du bist ein Autounfall, weiß ich. Nein, das Spiel ist wie ein Autounfall. Aber wir sind bei Tomb Raider 4 und nicht bei Tomb Raider 3. Nein, insbesondere, wenn man gestochen wird, das ist wie ein Autounfall. Man will nicht hingucken, man muss aber. Ja, man muss, weil sonst weiß man nicht, wo man hinläuft. Ja, und dann gibt's dann auch die Probleme, ne? Wenn du dich übergibst, dann kannst du auch nicht mehr hingucken. Also früher oder später werden deine Augen weggezogen. Schlimm, ne? Nicht jetzt. Bei der großen Pyramide, wo du die hochgeklettert bist, nicht trinken soll. Ich zähle nicht weiter, auch wenn es die Rückseite des gleichen Ortes ist. Wäre unfair. Rein technisch jetzt ein neuer Ort. In Tomb Raider, ja. Ja. Geografisch ist immer noch der gleiche Ort. Springen, mein Lieber, springen. Danke. Auf die Idee kam ich auch noch nie. Das habe ich gerade gesehen. Juhu. Jetzt weiß ich, wieso du da runtergesprungen bist.
Dinge, die auch machen. Okay. Das ist halt witzig. Ich war ja aber einfach jetzt nach jedem Jump. Aus genau dem Grund. Das könnte ja wieder anfangen von vorne, aber... Ich habe Hoffnungen in dich. Ich hatte Hoffnungen in dich. Komm, da kann ich ziemlich wenig für. Wenn das Spiel kacke ist, dann kann ich da ziemlich wenig für. Ich könnte eigentlich immer ziemlich wenig was dafür. Das könnte eine Ausrede für jeden Tod sein, den du erlebt hast. Das geht doch. Kann ziemlich wenig dafür. Rutsche jetzt gleich runter. Aber ganz dann. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob du immer noch vergiftet bist. Ich hoffe, das beantwortet, wie sehr mich das vergiftet sein und Pinkel da abfuckt. Dass ich immer noch dass ich das immer noch bei mir so anfühle, als würde das rumschwanken, das Bild. Alter, halt dein Maul. Und dabei ist das Gefühl schon 5 Minuten. Alter, halt dein Maul! Nein, nein, nein. Ich wollte doch gerade sagen, dabei ist das 5 Minuten her, dass du vergiftet warst. Ja, die Bremse kann man hier mal kurz drüber lassen. Nicht da rein! Nee. Da bekomm ich ja schon ein Kotzen. Das ist nett von dir. Ah. Das ist ein... Ich mach meinen Kopf weiter. Jetzt spür ich's auch. Spüren Sie's, Mr. Krabs. Wenn nicht, dann lassen Sie sich nochmal vom Skorpion stechen, dann spüren Sie es auch. Ja, ich wusste es. Woher? Ich habe unten dieses Zeichen gesehen und konnte mich daran erinnern, dass man da irgendwas hinschieben musste und ich mich damals die ganze Zeit aufgeregt. Ja, ich weiß, ich konnte mich an andere Dinge nicht erinnern, aber hieran. Lass mich in Ruhe. Nein, die größte Frage ist doch, wie soll das jemand wissen, der noch nie Zimtbilder gespielt hat? Ja, ich wusste es ja nicht. Hatte in die Komplettlösung damals geguckt. Aber hier geht's weiter. Ja. Das versteht ja nochmal meinen Punkt. Wie soll das jemand wissen, der von Predator noch nie gespielt hat? Ich trau Cortesan nicht, aus gutem Grund. Grundlich. rechts. Zumindest keine Hunde, ne? Miniskopie. Ich würde sagen, die nicht sterben wollen. Meine Frage. Ja. Das war eigentlich, ich kann es mir denken, aber... Ist das... ist der vergiftete Effekt bei den kleinen Skorpionen genau der gleiche wie bei den großen Skorpionen? Ja. Gut, dann bitte lass sie von denen nicht stechen. Genauso... wenig wie von den Kakerlaken. Was halt lustig ist, weil du die kleinen Skorpione eher kennenlernst. Bin verwirrt. Ich auch. Wo sind wir? Ich hole jetzt glaube ich nur Kakerlaken, oder? Was? Keine Kakerlaken.
Gehen wir mal rechts lang. Oder auch nicht. Bin verwirrt. Auch nicht. Dann wenn wir hier lang gehen, dann gehen wir wieder zurück. Eins. Ach hier. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wo sind wir? Boah, das bringt mir nichts. Hier geradeaus können wir nicht. Hier wollen wir nicht hin. Hier können wir nicht hin. Wo wir das schon geöffnet haben. Scheiße. Ja, ich weiß. Okay, das geht generell nicht. Sag nicht daran, dass wir... konnten es einfach nur generell nicht. Rechts entlang. Was hier? Ist der Anfang. Cool. Gehen wir rechts entlang. Ich würde sagen, rechts versuchen, da waren wir noch nicht. Ich bin so verwirrt, ne? Ich weiß jetzt zumindest, wo wir sind. Ich weiß aber nicht, ob es uns irgendwie weiterhilft. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Cool. Ich will hier nicht reingreifen. Deswegen mache ich es auch nicht. Ja. Müssen wir Fackel aufheben. Du darfst halt nicht lange fackeln, ne? Fackel ist. Fackel die ganze Bude ab. Er ist gerade ausgesagt. Ja, dann gehen wir geradeaus. Du, ich hätte rechts gesagt. Ja, dann gehen wir rechts. Ich werd hier echt nicht mehr. Traust dich noch da reinzugreifen? Ja, wahnsinnig. Ja. Natürlich. Natürlich. Wie heißt das Level? Die Königspyramiden von Khufu. Ich bin ja nur der... weiß nicht, was ich von Khufu bin. Der Scheich. Ich weiß nicht mehr, wie du mich eingespeichert hattest. Der... Ah ja, von Kosovo. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Bin schon seit Ewigkeiten der Pascal. Was? Deswegen hat's so. Das bringt viel. Geh jetzt mal rechts. Ich sehe es ja schade, dass du lange keine Pascal anrufen hattest. Oh! Hey. Fortschritt! Ja, hier der mit seinem Laser-Ding. Ich mag seine Haustiere nicht. Frag mich noch warum. Angst, Potter? Ja. Jetzt nicht mehr. So. Ich glaube, wir haben dann jetzt alle
Echt? Du bist schon bei 120 Sternen? Westschaft, Nordschaft, Südschaft, Ostschaft. Oh Gott. Oh nein, wir müssen... Nein, wieso? Hoffentlich kann man einfach mitten durchlaufen. Natürlich nicht. Jetzt wird schön bei Cordy sein. Och Mann! Wir werden hier nicht rausfinden. Natürlich nicht. Einfach auf mein Bauchgefühl, okay? Ja. Ja, hätte ich das mal nicht gemacht. Das sieht richtig aus. Nee. Doch. Wenn ich die Viecher wieder hab, dann ist es falsch. Das ist richtig. Ja, aber ich hätte... Scheiße. Ja. So. Und dann rechts. Ja, wollte ich gerade sagen. Sag ich doch. Ja, aber ich hätte die Skarabäen nicht versetzen müssen. Ja, ist doch sowieso scheißegal. Ach, wir haben es geschafft. Ich werd verrückt. Ich dachte echt, das Spiel wird nicht mehr so lange gehen. Ich habe eventuell diesen ganzen Inhalt sehr verdrängt. Ich frage mich nur, warum. Ich auch. Aber gut, wie es dann in der nächsten Folge von Tomb Raider weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Tomb Raider, obviously. Bis dann, haut rein und tschüss. Tschüss.